Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mafia. Ja, hier hatten wir das letzte Mal aufgehört. Wir sollen den Typen umlegen, aber jetzt will ich mit ihnen reden. Der Bastard ist ein typischer moderner Politiker. Die machen Gesetze und brechen sie. Am dunkelsten ist es wohl direkt unterm Kerzenständer. Aber was bedeutet schon ein Gesetz, das zuerst von Betrügern gegen Betrüger verabschiedet und dann von den Betrügern, die es entworfen haben, gebrochen wird? Ich werd's dir sagen. Nichts. Ihre eigenen Gesetze bedeuten ihnen nichts. Okay. Der Typ hatte viel zu sagen. Ich weiß nicht ganz, wo drüber, aber naja. Koch ist nicht da. Was hast du heute? Hey. Ignorier mich doch nicht. Hallo. Hey, Tom. Ich habe hier was für dich. Das ist ein zuverlässiger Großraumwagen. Ich habe schon bessere Karren gesehen, aber okay. Der wird dir gefallen. Und er ist auch noch leicht zu knacken. Danke, Ralfi. Erinnert mich ein bisschen an das orange Auto. Das dahin. Bloß halt, dass die ist hier nur das, die leichte Überdeckung hat. Dann fahren wir das hier. Aber erst brauchen wir noch eine Waffe. Wie immer. Hi, hast du ein paar große Kaliber für mich, Vincenzo? Du musst den Typ aus der Ferne abknallen, stimmt's? Dafür habe ich dir was Feines besorgt. Beim Militär üben sie, indem sie ein Zielfernrohr auf Jagdgewehre wie das hier schrauben. Ein Mosin-Nagant-Gewehr. Die werden hier hergestellt, aber die Russen haben daraus ein Präzisionsgewehr gemacht. Das ist eine gute und verlässliche Waffe. Sieht interessant aus. Hoffentlich klappt's. Aber Tom, nimm auch noch eine Pistole mit. Man kann ja nie wissen, wem man begegnet. Da hast du recht. Danke. Yep. Werde ich später noch gucken müssen, wie man das Fernrohr benutzt, weil es hat dann eine Taste. Ja. Scharfschützengewehr. Ist auch immer toll zu haben. So viele Sterne. Ich sehe nur noch Sterne. Hahaha. Immer ist die Fahrt nicht so weit. Ah! Was für ein Dreckskind fährt einfach normal. Ich meine, er sollte auch voraussehen, dass ich 90 Grad Drehung mache und durch diese Sackgasse fahren will. Was nicht eine Sackgasse ist, weil dann könnte ich da wohl nicht durchfahren, aber Seitengasse, wollte ich sagen. Hier zum Beispiel kann man das Nummernschild wieder nicht lesen. Ja. Viel Zeit auf der falschen Seite. Da kann ich mir auch wenig antun. Hallo, wo da drüben? Auf der falschen Straßenseite zu fahren ist okay, aber nicht wenn du über 40 fährst. Sollte man sich immer merken. Pass auf, aus dem Weg! Ja. Bin angekommen. Depp! Depp. Was für ein Depp bist du denn? Erstmal meine Lieblingswaffe ziehen. Oder? Na, meine Lieblingswaffe.
Zugangswaffen. Und hier müssen wir rein. Hey Mister, verschwinden Sie! Wir arbeiten hier! Okay. Hey, was machst du da? Du kannst doch nicht rein. Bist du taub? Ja, mit einer Pistole auf dir zielen, das ist okay, aber da reingehen. Pff, wer bist du denn? Du wagst es da reinzuklettern. Boom. Aber hier werden wir nicht mehr. Nicht rein? Taub oder was? Bin auch schon drin. Drin. Da sind schon mal Hunde. Dafür, dass es verlassen sein soll, sind hier immer noch Hunde. Das muss echt mal renoviert werden. Wie mag ich Gefängnisse nicht? Ist jemand? So verlassen ist es dann auch wieder nicht. Jungs, wir haben Besuch. Na klar doch. Ah. Der hat ein Messer, ich hab nur eine Pistole. Jungs, wir haben Besuch, tot. Das war ein kurzes Leben. Jep, hier sind mal wieder Feinde. Was für eine Überraschung. Hätten wir auch gar nicht erwartet. Passt auf, der will was von uns. Ich will nichts. Ich will doch gar nichts von euch. Ich will nur hoch. Und Präsident. Ach nein, ich hab vergessen, was irgendwas Wichtiges. Jetzt stirbst du! Fängt jetzt das Feuer und noch meine Kugeln oder wie? Ich mag das nicht, wenn ihr mich abknallt. Nein! Lass schneller nach! Puh. Hinterhalt. Was für eine Sache. Heilung. Da sind wir reingekommen. Schon wieder, Leute. Ihr seid doch überall. Überall und nicht überall. Naja. Aua. Ah, du Sau! Du bist dran! Komm und helf mir! Sterb! Ich reiß dir den Kopf ab! Was ist denn mit euch los? Ist das hier die Versammlung der eigenartigen Leute? Vorsicht, Gelände. Nein. Du hast mir aber Probleme gemacht. Vorsicht, Gelände.
Ja. Es geht dann noch immer höher. Spiel gespeichert. Schon mal was. Tür kann ich nicht schließen, also bin ich hier fest. Bedeutet, ich werde wohl die Waffe brauchen. Jetzt muss ich rausfinden, wie ich zoome. Schaffe zum Modus. Sagen wir einfach mal Komma. Ich würde mal sagen, das ist der Heini, den wir abnehmen sollen. Dann machen wir das auch mal. Wenn mein Typ nicht so zittern würde. Es hat funktioniert. Wenn ich jetzt hier wieder... Okay. Naja, war aber nicht perfekt. Der erste Schuss tot, aber... Zum Glück waren die nicht sehr gut da drin, ihn zu verteidigen. Sondern haben einfach gesagt, renn zum Auto hin, du wirst das schon schaffen. Der wird dich bestimmt nicht nochmal versuchen abzuknallen. Und dann habe ich ihn halt nochmal versucht abzuknallen. Und war tot. Ich glaube, den Typen geht's nicht mehr gut. Hunde! Nein! Ich habe doch gar nichts getan. Ja, ich gebe zu, ich habe die Hunde unterschätzt. Ich hatte nicht gedacht, dass die Hunde in Super Mario sich so schnell aufessen können. Ja, was? Wenn das mal funktioniert, und dann schieße ich den tausendmal ab und irgendwie die Kugeln, das Viech ist voll ungenau. So, schieße ich den halt im Bauch, wenn das Leute früher macht. Diesmal gebe ich den Hunden keine Gnade. Ich dachte, ich könnte einfach rausgehen und die Hunde werden so, okay. Kein Grund, dich umzubringen, also warum sollten wir einen Typ in der Knarre nehmen? Dann wegzurennen. Keine Gnade den bösen Hunden. Yay, wir sind in Gefängnis entkommen, nachdem wir ins Gefängnis eingebrochen sind. Das ist er, der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Ich habe ihn in den Hut vom Kopf geschossen, also vielleicht wäre ein Hutkopfschuss gewesen. Was habe ich denn gemacht? Ich meine, ich glaube nicht, dass die einen einfach abknallen wollen, nur weil man ins Gefängnis einbricht, das abgestellt ist, also das verlassen ist. Gerade da ungefähr 1000 Leute drin waren, die einfach da drin gepartyt haben. Mit Waffen. Was soll ich jetzt machen? Da kein Fall ist, würde ich mal raten, entweder zu Saleri fahren oder zu Lucas Bertone. Das bedeutet, zurück zu Lucas Bertone. Und natürlich erstmal wo reinfahren. Yay. Wir haben so einen wichtigen Startsign hier auch noch abgeknallt. Und ich fahre in die falsche Richtung. War ja wohl zu erwarten. Irgendwie ging die Mission ja gut. Erster Versuch. Außer natürlich die Hunde. Manche überschießt ungefähr 20 bewaffnete Leute. Und dann wird er von 3 Hunden aufgegessen. Ist auch ein trauriges Ende.